Hier bin ich gerade mit Horst Verhelbop OLD in der Startbox und wir sehen schon, er schüttelt sich ein bisschen. Ich sage noch einmal, weil er unbedingt los wollte. Go! Und mit gespitzten Ohren zum ersten Sprung. Da in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird, war Bobby nämlich der Letzte auf dem Abreiteplatz und wollte jetzt unbedingt losgaloppieren, sodass er hier sehr frisch vorwärts galoppiert, auch über Sprung 2 als Rhythmussprung. Und ich gemerkt habe, dass er wirklich so richtig kernig ist und gut drauf und echt total motiviert. Hier kommt jetzt das Eulenloch. Ich habe die Wendung vorm Sprung gemacht. Auch das war sehr flüssig. Dann kommt jetzt der Graben. Zwei Galoppsprünge bergauf, danach eine Buschhecke. Da sehen wir Graben. Eins, zwei. Er hat einen Moment beim Graben geguckt. Da habe ich noch mal einmal ein bisschen geschnalzt mit der Zunge, um ihn anzufeuern. Und jetzt kommt gleich hier der erste Minutenpunkt. Das sehen wir. Erster Minutenpunkt, minus 4 Sekunden. Da wusste ich schon, ich bin sehr gut in der Zeit. Hier ging es etwas bergab und ich habe richtig gemerkt, dass er wirklich unheimlich schnell war. Das sehen wir auch hier links. 48, teilweise 50 Kilometer pro Stunde. Also deutlich über den 570 Meter, die wir pro Minute normalerweise galoppieren. Dann hier durch die Eichen, der nächste Rhythmussprung. Da habe ich ihn auch immer noch im Rhythmus gelassen. Aber jetzt habe ich hier schon einmal etwas aufgenommen. Dann haben wir auch hier gleich einmal. Da geht es runter. Und dann hat er unheimlich beschleunigt in der Kuhle. Und hat sofort in der Landung wieder die Ohren nach vorne genommen und ist vorwärts galoppiert. Ich wusste aber, dass das Wasser kommt. Und habe jetzt hier einen deutlichen Vorbereitungspunkt gesetzt. Das sehen wir hier, da schüttelt er sich erst nochmal. Da war ich nämlich jetzt schon wieder 9 Sekunden unter der Zeit. Denn die Wendung zum Sprung 8 musste im Parcours-Tempo geritten werden. Da hat er im Moment überlegt, geht es hier schon rechts ins Wasser? Ich habe gesagt, nein, erst hier ins Wasser rein. Und erst jetzt wendet man in die Ecke. Aha, die Ecke, dann kommt die Ente. Und sofort schön flüssig weiter über den Aussprung C. Da habe ich mich gefreut, die Leute haben sich gefreut. Bobby hat sich gefreut, dass er gleich wieder vorwärts weiter galoppieren kann. Und jetzt war eine Galoppstrecke zum nächsten Hindernis. Und wir sehen, dass er wieder frisch nach vorne galoppiert. Deutlich über der Zeit. Diesen Langholzwagen konnten wir schön mitnehmen. Auch wieder ein flüssiger Rhythmussprung. Jetzt hier in der Wendung, da waren wir schon minus 13 und da habe ich schon gesagt, so, jetzt können wir uns gut Zeit lassen für die nächste Aufgabe, denn die nächste Aufgabe erfordert wirklich exaktes Reiten auf der Linie und diese Wendung hier habe ich genutzt, um ihn etwas aufzunehmen, das Tempo nochmal verkürzen, nochmal etwas aufnehmen. Um in einem wirklich kontrollierten Parcours-Tempo hier hoch, in, out. Und hier öffnet sich schon die Linie, die beiden schrägen Hecken und über die zweite Hecke. Dann habe ich diese Wendung sehr eng genommen, um Zeit zu sparen. Und da war schon die nächste Kiste. Und dann wieder mit gespitzten Ohren bergab zum nächsten Hindernis. Sie haben an dem Jubel der Leute gehört, dass doch noch viele auf der Strecke waren, die sich mitgefreut haben. Die Bodenverhältnisse waren auch top. Hier waren wir jetzt immer noch minus 16, auch am 4. Minutenpunkt. Ich wusste also, wir sind sehr gut in der Zeit. Jetzt kommt das nächste Hindernis, ein wunderschöner Obstsprung, auch wieder im Rhythmus. Und jetzt beschleunigt er nochmal bergab. Da sehen wir wieder, dass wir so schon bei 43, 45 Stundenkilometer zwischendurch sind. Der nächste Graben, der jetzt kommt, ist auch wieder ein flüssiger Rhythmussprung. Da wollte ich ihn auf der etwas aufnehmen. Bisschen parieren, bisschen wenden und parieren. Aber er hat sich tapfer nicht davon abhalten lassen, seinen Grundtempo zu behalten. Und jetzt komme ich einmal deutlich zurück. Ein Überweg, weil ich hier wusste, jetzt sehen Sie auch, wir sind rot, das Tempo ist wirklich deutlich aufgenommen. Das war ein schmales Hindernis. Jetzt rein in die Kuhle, raus aus der Kuhle und wieder hoch Weitsprung. Und jetzt kommt gleich der 5. Minutenpunkt. Müsste jetzt gleich eingeblendet werden. Da sehen wir dann
dass ich immer noch wirklich sehr gut in der Zeit bin und Bobby wirklich unheimlich frisch immer noch galoppiert. Hier habe ich die Wendung etwas größer gemacht und jetzt den Hügel hoch und bei dem Baumstamm Eingelaufsprung, noch Eingelaufsprung und wieder Tiefsprung runter. Und jetzt wusste ich, hier kommt noch eine Klippe. Da muss ich nochmal wirklich einmal das Tempo reduzieren, nochmal parieren und nochmal, da bin ich auch früh genug angefangen, um jetzt die richtige Linie zu haben. Aha, Häuschen und dann ins Wasser und gleich über das nächste Dach raus. Und da war schon klar, 6. Minutenpunkt, ich bin immer noch 20 Sekunden unter der Zeit. Er ist also immer noch sehr frisch, sehr flott unterwegs. Deshalb habe ich hier wirklich aufgenommen, früh genug. Da ist ein schmaler, den muss man wirklich gut treffen, dass er genau weiß, aha, über den schmalen, reingewendet, 1, 2, 3. Und da hat er noch einen kleinen gemacht. Jetzt durch die Ladenstraße. Unglaublich, wie man angefeuert wird. Das ist auch ein Beflügel, wenn man hier ins Stadion kommt. Und da kommt der nächste flüssige Weitsprung. Auch super aus dem Rhythmus. Jetzt habe ich nur gedacht, ich darf nicht übermütig werden. Sehen, dass wir diese Wendung noch gut ausreiten. Und er sieht das Wasserhindernis und fliegt rein. Und so schnell ich gar nicht gucken konnte, kam auch schon die Wendung raus. Ein Galoppsprung, Ecke. Und da war mir schon klar, wir sind super in der Zeit. Nun ist das letzte Hindernis fliegend. Und mit gespitzten Ohren ins Ziel. Das hat irre viel Spaß gemacht, weil Bobby einfach vom Start bis zum Ziel souverän eine Klippe nach der anderen gemeistert hat. Und so motiviert, so frisch jetzt hier auch weiter galoppiert. Und mir gezeigt hat, dass er einfach konditionell auch so fit ist. Und einfach zu den Ritten gehört, die man wohl nie mehr vergisst. Und er sucht immer noch das nächste Hindernis und hofft, dass es vielleicht noch weitergeht.